Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Ja, wir sind zurück auf der Sektorkarte und kümmern uns jetzt erstmal um unseren Schwarmlord und seine neue Ausrüstung. Erst einmal hat er einen neuen Chitin-Panzer bekommen. Die Platten dieses Panzers formen sich zu dicken, ablativen Schichten. Diese bieten ausgezeichneten Schutz gegen Einschläge sowie gegen intensive Hitze und Strahlung. 20% Flammenschadenswiderstand und 20% Widerstand gegen Fernkampfschaden. Plus 50 Gesundheit und etwas mehr Rüstung. Na gut, wir verlieren ein bisschen Rüstung dadurch, dass der andere plus 20 Rüstung hat. Also der hier hätte 46 Rüstung, der hier hat nur 39, aber wir kriegen Fernkampfwiderstand, was praktisch ist. So, die Chitinrüstung können wir dann gleich mal verschrotten. Hier haben wir Zellengedächtnis, gewährt Erfahrung. Das machen wir auch gleich mal. Dann können wir ihm hier geben: Steigert die Gesundheit des Schwarmlords, zusätzlich steigert seine Synapsen auch die Gesundheit aller Tyranniden in der Nähe. Oder wir geben ihn, ruft statt Hormaganten Symbionten herbei. Nahkampfeinheiten mit niedriger Gesundheit, mit einem hohen Schadenspotenzial. Ja, das ist bei allen Nahkämpfern der Tyranniden so. Aber nee, erst einmal mehr Gesundheit. Dann hat er schon grundlegende Gesundheit von 3200. Also bräuchten wir das hier gar nicht mehr, die latente Regeneration, weil der wahrscheinlich gar nicht umkippen wird. Du bleibst da. Können wir dich recyceln? Nein, können wir nicht. Und das stattdessen, was geben wir ihm stattdessen? Puh. Eigentlich nichts von dem, was hier ist, würde gerade was nützen. Ach, geben wir ihm einfach mal Regeneration. So. Jetzt kann er Einheiten heilen. Gut, das müsste es gewesen sein. Die Biozidkanone behalten wir immer noch mal. Weil die Würgedornkanone ist vielleicht nicht immer praktisch. Aber gut. Nun geht es weiter mit der nächsten Mission. Und zwar dem Turm Golgotha auf Meridian. Ja, Orks und Spaß mit Daisy, was auch immer Daisy ist. Ich weiß es schon, aber okay, die von euch da meine Spielevorstellung gesehen haben, werden das auch wissen. Erobern und verteidigen Sie die Energiepunkte und töten Sie den Weird Boy. Oh, ist ja kein Problem. Truppenmäßig bleiben wir bei den Truppen, wie immer. Und entsenden alles mal. Die eigenen Waffen kennen. Waffen mit hohem Schaden und niedriger Angriffsgeschwindigkeit sind effektiv gegen einzelne größere Ziele. Waffen mit niedrigem Schaden und hoher Angriffsgeschwindigkeit sind am effektivsten gegen Schwärme schwacher Gegner. Also ja, zum Beispiel schwere Waffenteams der imperialen Armee sind gegen Ganten gut, meine Ganten gut. Oder Ballerboys. Dafür sind Panzerknackers besser gegen meinen Carnifex, den ich in der Mission wahrscheinlich nicht bauen werde. Wird verbessert. Oder ich werde mal gucken. Ja, da sind Orks und da sieht man auch die Ork-Festung mal, ein zusammengeschraubter Superteleporter mit einem riesigen Kraftgenerator. Oh, was ist das? Boss, der Kampf kommt endlich zu uns. Was? Haltet sie von der Energiepunkte weg. Daisy ist noch nicht fertig. Und ja, der. Biologische Verbesserung unterwegs. Da haben sie schon mal das Problem. Daisy ist noch nicht fertig. Und wir kommen jetzt und nehmen ihnen die Energie weg. Und zwar hier. Und hier. Und hier sollen wir den Weird Boy töten.
Und ja, Orks sind wieder laut. Macht uns aber gar nichts aus. Die können so laut sein, wie sie wollen. Nur Schabboys. Sterben im Nahkampf gegen meinen Tyranniden-Lord, der eine Regeneration hat, die unmenschlich ist. Aber er ist ja auch kein Mensch. Also brauchen wir uns darum keine Gedanken machen. Oh, ein einzelner Ork-Boss. Das war gleich mal ein einzelner Ork-Boss, denke ich mal. Geben wir meinen Tyranniden auch gleich mal das Schadensupgrade, weil an dem Punkt hier können wir eh nichts rufen. Wir klopfen uns jetzt hier langsam durch zum Hallo, ihr da. Kriegt ein Unterdrückungsfeuer von mir ab und jetzt werdet ihr einen Haufen geballert. So. Wir haben eh keine Bevölkerung und wir werden jetzt erst einmal rumgehen zum Wirtboy und den töten. Weil hier ist noch ein Anforderungspunkt, den wir gebrauchen können. Wenn wir nachher nämlich hier die Festung und die beiden Versorgungspunkte haben, können wir den Schwarm sehr groß machen. Und dafür brauchen wir Anforderungspunkte. Die könnt ihr schon mal einnehmen. Und ihr könnt hier alles niedermachen. Da war eine böse. Da war so ein blödes Orkgeschütz. Das haben meine Truppen aber schnell zerballert. Oh, Warshamboys mit Flammen davon. Ich habe ja solche Angst. Und die gehen schon wieder in den Nahkampf mit meinem Schwarm. Lord, das bringt doch nichts. Er hat erstmal viel zu viele Lebenspunkte mittlerweile für euch. Und zweitens eine Regeneration, die übermenschlich stark ist. Ah, da ist der Weird Boy. Der kriegt schon mal Bioplasma auf die Nase. Und die anderen dürfen mit meinen Tyranniden spielen. Oh ja, geht ruhig in den Nahkampf mit meinen Venatoren und jetzt macht der Weird Boy auf seine eigenen Truppen. Was? Das ist ja sehr klug. Naja, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich kann mal kurz eine Regeneration anwerfen. So, das wird alles zerfetzt. Mascha-Boys. Und auch zerfetzt. Jetzt guckt, dass ihr den Wirtpoint loswerdet, bevor er seinen großen Fuß macht. Oh, damit hat er sogar meinen Schwarm dort durch die Gegend geschubst. Und zur Hölle nimmst du keinen Schaden. Ja, jetzt ist er tot. Jetzt fehlt nur noch ihr da drin. Um. Und wir haben den Injektor erhalten. Was auch immer der macht, sieht nach einer Waffe aus. Bonuserfahrung verdient. 100 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt stürmen wir hier rüber und holen uns den Punkt. Nein, ich wollte eigentlich meinen Schwarmlord. Der soll das hier zerstören. Und du kannst mal verwüsten. Was macht verwüsten eigentlich? Stürmen sie die Zielposition. Da, sollst die da verwüsten. Erobern Sie die Gebäude, um die Bevölkerungsgrenze zu erhöhen. Kommt etwas spät, meint ihr nicht? Das weiß ich jetzt schon seit wie vielen Missionen? So. Hier ist ein Nest, da können wir uns nochmal neue Truppen dann holen, während wir den Generator verteidigen. Und da ist noch ein Anforderungspunkt. Anforderungspunkt wird gesichert. Oh, ach ja, hier müsste das erste Ork-Lager sein. Hallo, Ork-War. Da fress Bioplasma. Du kannst mal vorspielen. Ich bin dabei meine eigenen Rückgegenschleudern. Das war nicht so geplant.
ja. Dann stürmst du mal aus der Masse einfach raus. So. Venator hält außer Gefecht. Oh, ich habe einen Venator verloren. Halb so wild. Bioplasma auf das Gebäude, dass das mal leer wird. So. Dann zu den Venatoren zurückziehen, dass ich die nachrüste. Also, dass die verlorene Einheit sich nachbildet. Sofern mein Tyranniden-Ort im Schwarm dort da durchkommt. Achso, hat er schon. Und dann die Ballerbäume auf hier weg. Da können wir ruhig nochmal Bioplasma einsetzen. Und du kannst schon mal vorstellen, dass Ortgeschütz zerstören, während ihr die Festung zerlegt. Ja, dauert ein bisschen. Oh, da kommen sogar noch mal Mosha Boys raus. Ork-Festung eliminiert. Und noch mehr Orks. Sogar ein Pickup. So. Venator verloren. Venator verloren wegen dem Pickup. Oh, das ist ein Panzerknacker. Ach, guck, dass du den da wegmachst, bevor der mir meine Tyrannenwache tötet. Der fährt einfach durchs Haus durch. Und der Pickup will abhauen. So, Pickup außer Kontrolle. So, Nest erobern. Du kannst wieder aus deiner Deckung raus. Kriegerbrot und zusätzliche Ressourcen nötig. Ui, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr klaut, was wir rechtmäßig geklaut haben. Jungs, rein und zurück erobern. Naja, kommt ruhig. Wir kriegen sogar Energiegeneratoren. Sogenannte Sporenkamine heißen die, glaube ich sogar. Sehen jedenfalls danach aus. Die nützen uns allerdings nicht, weil wir in der Singleplayer-Kampagne halt kein Plus kriegen über Zeit. Das gibt es nur im Multiplayer. Hm. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den Tyranniden-Lord noch mehr Lebenspunkte geben. 4300 kriegt das mal einer tot. Der Feind zielt auf einen Generator. Na, nicht mehr lange. Sterbt einfach so und jetzt sterbt ihr hier. Du hängst da drin fest, Tyrantenwaffe. Hier Bioplasma. Megatruck. Weg mit den Bossen. Ich sagte weg mit den Bossen. Und zwar schnell. Na, da kommt noch ein Haufen. Bioplasma. Generator wird angegriffen. Oh, das sieht nicht gut aus. Die Randenwache kann nichts machen, die können alle nichts machen. Die können nur Farbe angreifen und eingraben. Nicht gut. Ein Generator verloren, jetzt müssen wir gucken, dass wir den anderen beschützen. So, waren das die letzten? Nein, da kommen noch mehr.